Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wuhu! Und es ist zwar Sonntag und wir haben auch noch sehr, sehr viele Spiele vor uns, aber es ist zeitiger, also es heißt zeitiger, es ist Nachmittag. Wie spät ist es? Halb drei ungefähr, genau, halb drei. Und vier Ecken, Ziele. Diese Woche mindestens vier Tore nach Ecken. Ich habe noch keine einzige. Ich habe mir überlegt, immer mal so ein bisschen zu gucken, was die Wochenaufgaben sind, weil sind die Belohnungen besser und manchmal ist es halt irgendwas, was trotzdem total einfach ist. Und deswegen dachte ich, macht Sinn, da schon mal zu schauen. Spiele in dieser Woche mindestens 12 Freundschaftsspielen. Erziele diese Woche mindestens 40 Tore. Ach du Gott. Aber das könnte ja jetzt noch werden in den letzten. Wie wären wir noch in den letzten 18 Spielen? Das könnte ja sogar noch klappen. Ey, da muss es ja richtig viele. Also damit wird es fett Kohlen geben oder im Pack, denke ich sogar, in den freien Raum. Bereite diese Woche mindestens 10 Tore per Steilpass vor. Was habe ich denn diese Woche überhaupt schon gemacht? Setze mindestens 7 Spieler mit Verbrauchsobjekte bei deinem Team ein. Das wird nicht passieren. Also könnte ich machen, rein theoretischerweise. Ich habe genügend Spielerfitness, aber die verschwende ich nicht dafür, um dann, weiß ich nicht, 1400 Coins zu bekommen oder so. Ja, genau, wir haben noch viele Spiele, ich glaube 18 Stück an der Zahl, genau. Aber ich habe Zeit, ich kann mir das einteilen und ich habe auch vor, alle 18 zu spielen. Ich werde trotzdem geschlaucht sein am Ende und werde mir am Ende denken, oh mein Gott, war das viel, aber ich denke, wir können das mit einem relativ wachen Kopf durchziehen. Ich möchte auf jeden Fall versuchen, wieder sehr konzentriert zu spielen. Das hat man in den letzten beiden Spielen, die ich ja auch dann tollerweise gewonnen habe, mit nur einem Tor Vorsprung, krasserweise, eins sogar nur 1 zu 0, das ist wirklich ungewöhnlich. Aber da war ich wirklich sehr konzentriert, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen von der vom Konzentrationslevel her. Vom Spiel nach vorne hat es mir nicht so gut gefallen, deswegen habe ich auch nur ein Tor Vorsprung gehabt. Da geht mehr. Was hat er? Ah, da spielt El-Sharawi auf rechts, weil da steht linker Flügel, genau, innen vom El-Sharawi. Weiß ich nicht, warum er ihn auf dem rechten Flügel spielt, wahrscheinlich damit er mit ihm nach links in die Mitte ziehen kann. Damit ach nee, Moment mal, der hat ja einen starken rechten Fuß. So kann er halt besser passen von rechts außen, aber eher ungewöhnlich. Mein Mikro steht scheiße, merke ich gerade. So müsste es besser sein. Und jetzt schauen wir mal. Wie gesagt, Konzentration, nicht so viel dumm rumlabern. Und das Konzentrationslevel hochhalten. Abschlag. Ist vielleicht sogar besser, als wenn wir da den Ball nochmal bekommen. So, auch keine Scheiße bauen mit diesen kurzen Abschlägen. Da muss ich mir schon 100% sicher sein, dass der Gegner das nicht deckt. Schwieriger Pass für Schmelzer, deswegen kann ich nachvollziehen, dass er ab und zu mal verkackt. Gut geblockt, hat mir trotzdem nicht zu 100% gefallen, die Verteidigungsleistung, aber war okay. Oh, danke, Fährmann. Krass. Hätte ich aber auch nicht gedacht, dass der Gegner da an den Kopfball rankommt, wenn ich ehrlich bin. Sehr gut. Also ein Foul. Warum wird das nicht gepfiffen? Scheiße, ich dachte echt, der geht rein, ohne Scheiß. Fuck! Hätte man vielleicht auch flach machen können, aber ich wollte da einfach nur abziehen. Das war mal ein riskanter Pass. Och, ich dachte, Bender läuft durch. So ein Trottel, ey. Wenn er einfach in den freien Raum startet. Scheiße, deswegen habe ich auch direkt den Laufpass gespielt. Das war jetzt richtig kacke.
Krasser Abschluss, guter Abschluss von Arangis, war aber denke ich auch gut gespielt. Ich habe nicht auf Flachschießen gedrückt, sondern einfach nur auf Schießen und macht ihn selber da so sehr flach. Sehr guter Abschluss, auch mit dem schwachen linken Fuß. Aber hat jetzt auch nicht den überragenden Tormann drin gehabt. Ich denke, ein besserer Torhüter hält ihn vielleicht sogar. Auf defensiv. Ey, das Dribbling von Brandt ist so krass. Selbst wenn ich nicht auf L1 drücke für dieses enge Dribbling, fühlt sich das halt fast eigentlich immer so an, als wenn man das machen würde bei ihm. Weil er einfach so ein gutes Dribbling hat. So eine enge Ballführung vor allem. Ey, wenn der noch eine Info bekommt, Brandt mit einem noch besseren Abschluss, das wäre echt krass. Weil der gefällt mir jetzt schon überaus gut. Hä, wo war denn das? Wo war das ein Foul? Wir sind da einfach beide gestolpert, oder? Oh. Ich habe nicht den Spieler bekommen. Mir war halt klar, dass er da vielleicht kurz spielt und ich wollte halt das abdecken und ich habe nicht den Spieler bekommen, den ich gebraucht habe, um das abzudecken und deswegen war das also frei. Das ist echt richtig nervig, wenn man nicht den Spieler bekommt, den man will. Also seine Ecken bisher sind eigentlich alle recht gut und gefährlich, muss ich sagen. Aufpassen, dass wir hier nicht den Ball verlieren. Schade. Scheiße, das war auch nicht gut verteidigt am Ende. Och, ein Abschluss und er macht ihn natürlich rein mit Rossi. Egal. Wir spielen besser als der Gegner und das war halt, naja. Ein bisschen scheiße, dass hier. Ich wollte halt eigentlich die Rossi abdecken, aber er kommt halt irgendwie zum Hass. Oh Gott, was für ein Abschluss, ey. Da war es nicht wirklich krass, der Abschluss. War auch knapp. Er hat fast noch Fährmann gehalten. Schade. Aber okay, ich bin guter Dinge. Das ist eigentlich gelb. Aber ich denke, es gibt kein Gelb. Das wäre aber gelb gewesen. Das war schon wieder ein Foul. Hallo? Was für ein schwacher Pass. Danke, Schmelzer. Hat er gut gemacht. Verliert auch nicht viele Bälle im Spielaufbau. Es ist dann meistens erst an meinem Strafraum, wo er den Ball verliert. Das ist nicht gut. Oh, geil gemacht mit Tolisso. Ja, Tolisso hat schon geile Balleroberungen teilweise. Der Schiri lässt echt krass viel laufen. Das gibt's ja wohl nicht. Dann legt er sich eigentlich zu weit vor und kriegt ihn dann trotzdem noch gefährlich aufs Tor. Aber ich darf mich nicht aufregen, ich muss ruhig und konzentriert bleiben. Halbzeit, alles gut. Wir sind der bessere Spieler, wir hatten die besseren Chancen. Das Einzige, was wirklich sehr gefährlich ist, was? Ich habe so selten geschossen und trotzdem komme ich. Es kam mir total so vor, als wenn ich der bessere Spieler wäre. Also kann ich ja trotzdem sein, auch wenn ich nicht so oft geschossen habe. Der Gegner hat so oft geschossen. What?
Nach Ecken ist er halt recht gefährlich. War schon wieder ein Foul. Bleibt oft ein Schmelzer hängen. Oh, schon wieder Arangis. Und das war einfach mal richtig geil gespielt. Richtig geil durchkombiniert. Ja, ich habe eigentlich den anderen Jubel gedrückt, aber okay, dann dreht halt ihr beide durch. Ich glaube, Bender hat die Vorlage gespielt. Sehr geil. Und wieder Arangis, dieser mit den steigen Rechten wieder ins rechte Eck. So, jetzt konzentriert spielen, dass wir halt am besten noch ein Tor machen. Wieder nicht den Spieler bekommen, den ich wollte. Danke. Da hat er wieder Glück, dass ich nicht schaffe, den Ball durchzustecken. Wir hätten fast so ein geiles Kontertor gemacht. Oh fuck, wie er sich nur mit dem Körper durchsetzt, Koulibaly, weil von der Pace her wäre ich durch gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich doch noch nicht wechseln. Ich führe ja gerade knapp und falls der Gegner doch noch einen Ausgleich schießt, wir die Verlängerung müssen, ist es vielleicht besser, wenn ich es noch ein bisschen lasse. Seine Flanken waren auf jeden Fall gefährlicher. Brand halt keine Power mehr. Vielleicht sollte ich doch Alessandrini einwechseln. Scheiße, abseits. Du hast keins? Okay. Musste es riskieren.
Okay, also Tolisso macht ein richtig gutes Spiel defensiv. Bekommt den Ball nicht weg, hat natürlich schon lange gedrückt. Überhastete Flanke, vielen Dank. Ich wollte einfach mal wieder abschließen. Oh, Hals, Maul, ey! So ein Lacker! So ein scheiß Lacker, ohne Kack! Ey, nichts gemacht, das ist doch kein Foul gewesen. Ne? So ein scheiß Lacker, ey. Egal, konzentriert bleiben. Ja, Spaß ein bisschen abkommen. Oh, das ist bitter, ey. Ist ja Iniesta noch? Ich habe vergessen, das zu wechseln. Fuck. Aber Iniesta funktioniert einfach nicht auf der 6. Vielleicht dann später irgendwann noch. Scheiße! Egal, dann machen wir es halt in der Verlängerung, wie im letzten Spiel. So ein Scheiß-Lacker, ey. Oh. Alter, das wär's gewesen. Soll mal aufhören, so rumzulacken.
Schöner Schuss, schöner Schuss. Das war richtig dumm von mir. Egal. Komm schon. Verstehe nicht, warum er die kurz macht. Seine normalen Ecken kommen doch total gut. Das ist rot. Oh, das ist rot, verdammt! Ich meine, es würde jetzt eh nichts mehr ändern, aber. Elfmeterschießen. Ich muss halt einfach zugeben, dass ich richtig schlecht bin im Elfmeterschießen. Ich habe bisher zwei gewonnen, oder? Aus sieben oder so. Und ich konzentriere, ich darf keine verschießen. Oh, ich habe auch schon drüber nachgedacht, was ich besser machen kann. Klar, ich könnte es trainieren. Kann ja nicht sein, dass Elfmeter dieses Jahr so schwer sind. Okay, komm, dann konzentriere dich. Und nicht aufregen. Wenn es vorbei ist, kannst du dich aufregen. Danke, Fährmann. Scheiß Lacker. Herzlichen Glückwunsch, Lacker. Würde nicht sagen, dass er die besseren Elfmeter geschossen hat, weil der in der Mitte, weiß ich nicht, warum der reingeht. Und ach, ich brauche gar nicht mehr drüber reden. Komm, wir gehen zum nächsten Spiel. Ich fand auch nicht, dass er der bessere Spieler war im Spiel. Wie gesagt, der Elfmeter in der 85. Minute war einfach komplett geschenkt. Es war kein Elfmeter. Es ärgert mich, das ärgert mich, das ärgert mich, dass ich das Spiel verloren habe.
Man hat echt konzentriert gespielt, denn wie gesagt, dieser scheiß Elfmeter. Ach, und dass ich aber auch schon wieder ein Elfmeterschießen verloren habe. Also der Typ halt auch jedes Mal in der Ecke war, wo ich hingeschossen habe, war halt auch zum Kotzen, mal ganz davon abgesehen. Aber ich habe halt auch nicht gedacht, dass der immer da hinten. Na gut, ich hätte auch mal woanders hinschießen können, klar, aber ich habe auch nicht gedacht, dass er immer da hinspringt. Ärgerlich. Irgendwie hat mich das Spiel gerade ganz schön runtergezogen, muss ich sagen. Ich glaube einfach, weil ich gedacht habe, okay, wenn du konzentriert spielst, dann gewinnst du das Ding auch, solange der Gegner halt nicht besser ist. Und das war halt hier der Fall. Und dann kriegst du halt diese scheiß Elfmeter in der 85. Minute. Und was halt auch total nervig ist, dass dieser Elfmeter, den der Gegner in die Mitte schießt, wo ich auch in der Mitte stehen bleibe, dass er halt trotzdem reingeht, ey. Weil er irgendwie schräg über Fährmann reinmacht. So zum Kotzen. Egal, ich glaube, ich halte jetzt einfach die Klappe und sage erstmal nichts mehr, weil ich muss auch wieder runterkommen. Der Ballverlust auf Außen hätte halt nicht sein dürfen. So spielt man Fußball, meine Freunde. Krasser Winkel, aus dem Icardi das Ding da reinmacht und Scheiß. Aber macht's halt. Wichtig. Scheint mir auch ein Tick zu aggressiv auf den Ballführer drauf zu gehen. Das ist ja lieber anders, sondern einfach nur mega krass. Da er so ausgiebig gejubelt hat, mache ich das jetzt auch mal bei meinen Toren. Und lasse ihn da ein bisschen feiern. Schönes Tor von El Shaarawy, wurde auch mal wieder Zeit. Ich glaube, lange keins mehr gemacht. Relativ unplatziert, weiß ich nicht, ob da ein besserer, ich glaube, ein besserer Torhüter hält ihn sogar. Spiel gedreht, aber das war natürlich noch lange nicht. Wir machen jetzt hier ein 5-1 draus. Oder der Gegner bricht vorher ab, mal schauen. Tja, da bin ich schon mitgelaufen. Ja, das erste Dribbling war, also der Richtungswechsel war echt geil, krass mit El Shaarawy, aber dann wurde es halt trotzdem zu eng, also da waren halt trotzdem dann zu viele Spieler noch. Was für ein Abschluss, ey. Und das mit, da war Salah, ne? Mit der Salah, das ist, der hat eigentlich einen guten Abschluss. So, deckt der irgendwas? Ja, er versucht sich zu verstecken. Ich gehe kein Risiko ein.
Wir das? What? Das wollen wir aber auch und es hat gut funktioniert. Er geht viel zu aggressiv drauf. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Dafür aber das. Och, wenn er nicht ausgewiesen wäre, Gulam, dann wäre er auch durch gewesen. Schade. Krass, wie er da überhaupt noch in die Mitte das schaffte. Standen wir eigentlich richtig gut. Okay, es ist leider gar nicht mein frei, ohne Scheiß. Deswegen muss ich nochmal rausschlagen. Icardi hätte hingehen können, aber wir bleiben trotzdem bei Besitz. Danke für den Stellungsfehler. Oh, hat er Glück, ey. War halt eigentlich ziemlich schwach von ihm, da den Außenspieler rauszuziehen. Aber ich sag ja, da macht einige Fehler da im Abwehrspiel, weil er zu offensiv drauf geht. Oh, das wäre es noch gewesen, wenn so ein Ding reingeht. Haben wir nämlich eigentlich auch ziemlich gut verteidigt. Deswegen musste er auch wieder, obwohl er schon im Strafraum war, wieder rausziehen. Aus dem Strafraum. Das ist ein gutes Zeichen für uns. Okay, der Pass war ein bisschen lucky, der Pass war ein bisschen lucky. Der Pass war ein bisschen lucky. Der Abschluss war dann halt Zahne von El Sharabi. Also vielleicht will er sich doch wieder... Vielleicht versucht er jetzt doch in mein Herz zu spielen, ich weiß es nicht so richtig. Weil eigentlich beide Abschlüsse, okay, der erste Abschluss war auch nicht so gut, das war ein bisschen Thomann. Der Abschluss war halt eigentlich auch relativ schwer, würde ich sagen, war auch nicht so platziert, aber ich denke, der ist unhaltbar. Und ja, zwei Tore in einem Spiel, nice. Ich habe gesagt, 5-1 machen wir jetzt. Ja, hat ein bisschen Glück. Er hat Sanchez drin, gar nicht gemerkt. Das war ein schwieriger Winkel für einen guten Abschluss und wir waren noch dran. Dieser Anderson, ne. Ja, ist echt krass. Davon eine Info, Heideröslein. Kedira ist auch ein ziemliches Monster. Oh, schade. Schade, schade, schade. Kedira. What? Oh, der war zu lässig. Der war zu lässig. Den muss Icardi machen, ohne Scheiß. Der war einfach mal viel zu lässig. Vielleicht muss ich den auch flach schießen, aber irgendwie dachte ich, okay, den macht er rein. Scheiße, Mann, der war zu lässig. Hier muss es eigentlich 4-1 stehen. Fuck, das ärgert mich gerade, dass ich den nicht reinmache. Aber da war auch nicht der perfekte. Ich denke, der perfekte Abschluss wäre auch hier wieder flach gewesen. Aber ich dachte, okay, den macht er sowieso rein.
Und er war einfach zu lässig. Das ist schade. Oh, den wollte ich eigentlich eins weiterbringen. Auf Andersson, der wird wahrscheinlich auch wieder keine Pace dann mehr haben, weil er schon die ganze Zeit nur rauf und runter rennt. Vor allem rauf. Schade. Mal gut. Hier ein paar Stellungsfehler drin. Krass. Ah, es war schwierig. Also ich wusste halt einfach nicht, wo ich da hinpassen soll. War auch wieder ein bisschen lucky, der eine Pass, aber es war natürlich so geplant. Und übrigens jetzt Dreierpark El-Sharabi, ne? Wenn man jetzt so das Spiel sieht, muss man echt denken, das ist das absolute Abschlussmonster. Das war ein krasser Pass, aber auch der, ich denke, der von Gedira war halt echt lucky, dass da der Gegner nicht rangekommen, weil er echt lang war, aber der war eigentlich auch mega krass. Bricht der Gegner ab, können wir kein 5-1 mehr machen. Ich habe euch gesagt, wir machen entweder ein 5-1 oder der Gegner bricht vorher ab und er bricht ab. Ja, El-Sharabi, Mann des Tages ist klar. Icardi hat auch ein Tor gemacht, Vorlagen, Icardi, Brozovic, Philipp Andersson und Ghulam. Na krass, krass El-Sharabi, was ist denn los? Willst du mir jetzt doch zeigen, dass ich dich behalten muss oder was? Ich habe ja wirklich schon laut beim letzten Mal drüber nachgedacht, mir da mal eine Alternative rauszusuchen, weil einfach von allen Außenmittelfeldspielern der Schwächste bisher war. Was ist eigentlich mit Brandt? Hat der mittlerweile was gemacht? Nee, aber da fühlt sich so geil an. 61 Spiele, 3 Tore jetzt extra oben drauf, sah das 16-8, okay. Krass, krass, krass. Okay, das ist schön, weil das erste Spiel ging ja ins Elfmeterschießen und da haben wir jetzt im zweiten Spiel ein bisschen Zeit gespart. Das kommt mir natürlich entgegen. Ich werde auch direkt noch eine Aufnahme machen. Den kriegen wir im großen Vertrag. Aufgabe gemeistert, Vertragssituation. Juhu. Ich überlege halt gerade echt, ob ich hier Fitnesskarten jetzt verwende. 7 Stück brauchen wir, glaube ich. Einfach um das Ziel zu erreichen. Wie haben wir denn? Ich will halt wissen, was es dafür gibt. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir da ein paar Kohlen dafür bekommen. Aber ich schaue mal nach, wie viel ich habe. 23, also sind 7 halt echt nichts. Ich bin am echt mal überlegen, ob ich das mache. Weil die sammeln sich ja immer weiter an, diese Fitnesskarten. Und so kann ich sie halt relativ einfach in Geld umtauschen. Wahrscheinlich in mehr, als ich sonst kriegen würde. Weil zum Beispiel die normalen Bronze-Fitnesskarten, die bekommt man ja nicht los. Da kriegt man ja nicht mal 150 Coins für. Aber erstmal holen wir uns das ab. 200 Münzen und 800 Münzen. So, wie viel brauchen wir? Setz mindestens 7 Spieler-Fitness-Verbrauchsobjekte mit deinem Team ein, okay. Das Ding ist halt, dass es komplette Verschwendung ist, das jetzt einzusetzen, aber ich denke halt, wenn man es im geldmäßig sieht, macht das Sinn. Deswegen werde ich das jetzt mal machen. Natürlich kriegen sie erst meine. Jetzt haben wir immer noch eine Bronzekarte dann sogar. Zuerst bekommen natürlich meine Torhüter die Fitness. So, 2. Und jetzt gebe ich hier einfach. Ist eigentlich scheißegal, weil ich ja eh mit der Bundesliga spiele und die regenerieren. Hoffentlich gibt es da auch ein bisschen was, ey. Sonst habe ich ein Problem. Ich brauche so selten Fitnesskarten, dass. Da fällt mir gerade was ein. Moment, wir müssen erstmal Iniesta hier austauschen.
Wir brauchen so selten Fitnesskarten, dass es halt nicht schlimm sein sollte und es halt positiv ist für uns, was wir in Geld tauschen können. Aber ich denke sogar, es gibt ein Goldpack, denke ich. Also ich schätze, es gibt ein Goldpack. Oder mehr als 1400 Coins. Ah, wir werden es gleich sehen. Spannung, Spannung. Ich denke, wobei, mehr als 1400 Coins. Ne, ich denke, es gibt ein Goldpack. Mehr als 1400 Coins wahrscheinlich nicht. 1000 nur! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es ist immer noch gut, ne? Es ist immer noch gut. Es ist immer noch gut. Wir haben 7 Silber-Fitness verwendet. Selbst wenn das klappen würde und wir würden 7 für 150 verkaufen können, dann hätten wir 700, was habe ich gesagt? 700, hätten wir 1050. Also da müsste es wirklich optimal laufen und alle für 150 weggehen, dann hätten wir ein bisschen mehr Coins bekommen, aber das ist einfach nicht so. Die gehen nicht weg, die Silber, die Bronze-Fitnesskarten, weil die halt einfach jeder hat und niemand will die wirklich haben, deswegen. Ja, das war schon ganz okay. Und weil ich gerade Bock habe, das mir anzuschauen, gucke ich nochmal auf die anderen Wochenaufgaben. Ich habe mir vorgenommen, die Wochenaufgaben jetzt immer anzugucken. Und manchmal ist es halt wirklich, dass man nur noch irgendwas Kleines braucht und dann hat man es abgeschlossen. So, Tore haben wir jetzt schon 10 von 40, also brauchen wir noch 30. Das kriegen wir echt hin, würde ich sagen, in diesen 16 Spielen, die wir noch haben. Und ich denke mal, 40 Tore, das sollte es auch mindestens, also ich denke, da gibt es ein Goldpack. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.